Hallihallo, nächste Folge Stardew Valley. Wir werden heute, wie schon versprochen in der vorletzten Folge, endlich mal Steine farmen gehen, also richtig mal wieder. Wir werden dazu in die Schädelhöhle gehen, weil ich da schon lange nicht mehr war. Ja, das ist der Plan dieser Folge. Klingt nicht ganz so spannend, wird aber eventuell spannend werden, wird sich zeigen. Ich habe dieses Rezept im Ausland gelernt. Viel Spaß damit. Wollte ich mich nur bedanken, weil du dafür sorgst, dass ich mich hier wohlfühle. Gezeichnet Kent. Neues Kochrezept. Super Mahlzeit. Sehr nice. An Horst Manfred. Hier ein Gemüse aus meinem Garten hinter dem Haus. Du hast vermutlich schon mehr, als du tatsächlich verwenden kannst. Aber es kann dir nicht schaden. Gezeichnet Caroline. Ein Blumenkohl. Vielen Dank. Hallo Horst Manfred. Morgen versammeln wir uns alle für das jährliche Luau am Strand. Das Highlight der Veranstaltung ist die Gemeinschaft zu bringen. Auf jeden Fall etwas dafür mit. Der Gouverneur selbst nimmt an der Veranstaltung teil. Also sei bitte höflich und zuvorkommend. Kommt zwischen 9 und 14 Uhr zum Strand. Gezeichnet Bürgermeister Louis. Ja, das ist jetzt taktisch ungünstig. Denn ich habe meinen geplanten Gegenstand noch nicht fürs Luau. Also geplant, nicht direkt, aber... Ich habe mal ein bisschen gespickelt und habe gesehen, es gibt Gegenstände, die da extrem gut ankommen. Habe aber auch schon wieder vergessen, welche das waren. Deswegen werde ich nochmal spickeln müssen. Und hier muss ich noch ganz kurz in der Kiste spickeln. Ich könnte nämlich schwören. Oder auch nicht. Ich könnte schwören, ich habe irgendwo noch einen Knoblauch rumliegen. Bin ich wieder so maximal verwirrt? Denke schon. Fühlt sich auf jeden Fall so an, als wäre ich wieder maximal verwirrt. Ich hätte schwören können, ich hätte noch irgendwo einen Knoblauch, Menschenskinder. Na egal, wir gehen jetzt zu den Tieren. Wir müssen noch in den Einlegeschuppen, wir müssen da hinten noch ein bisschen Heu umratzen. Und dann müssen wir Steine sammeln gehen, sonst kommen wir da heute wieder nicht dazu. Das heißt, wir sind heute noch gut unterwegs. Die Silos werden immer leerer, das gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, ist das ärgerlich. Ich glaube, ich muss bei Mani Tierfutter kaufen. Naja, kostet ja zum Glück nicht die Welt. Also, ich gehe mal stark davon aus, dass das nicht die Welt kostet, sonst habe ich Probleme. Ja. Vielleicht machen wir das auch gerade heute noch schnell. Reiten wir ganz kurz runter. Kaufen Mani kurz den Laden leer. Ich will es eigentlich nicht, aber es ist immer noch besser, wie dass die Tiere mir hier krepieren, beziehungsweise ich weiß eigentlich gar nicht, was passiert, wenn man sie nicht füttert. Ich weiß es echt nicht, habe ich noch nie getestet. Kann ich jetzt so nicht sagen. Müsste ich versuchen, Langzeitstudie, aber wie gesagt, will ich nicht. Ungern. So, haben wir alle angetatscht. Also die eine Ziege hier unten. So, jetzt. Käse kommt erstmal weg. Wir haben eh wieder massig. So, ich bin ja gestern zweimal hier reingelatscht. Ich habe es ausnahmsweise einmal hingekriegt. Ja, ja. Wisst ihr Bescheid, ne? Manchmal höre ich doch auf eure Ratschläge. Da habt ihr euch ja neulich auch wahnsinnig drüber gefreut, dass ich das mal hinkriege, ne? Ja, ich wusste selber nicht genau, was los ist. Oh, es geht jetzt plötzlich ein bisschen flott mit den Straußeneiern. Schön. Habe ich gar nichts dagegen, das gefällt mir sehr. So, zack, 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 alle einmal anquatschen. Ist der Stall hier eigentlich voll? Das sieht irgendwie so leer aus. Muss ich mal durchzählen. 3, 6, 9, 12, doch, passt. So. So, da bin ich wieder. Ganz kurze Unterbrechung. Ja, manchmal ist im Hintergrund doch störendes. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Störendes Reden eigentlich nicht. Nennen wir es einfach Störgeräusche. Störende Geräusche im Hintergrund. Deswegen muss ich ab und zu mal ein bisschen das Video cutten. Ich hoffe immer noch, dass euch das nichts ausmacht. Ne?
Ich könnte es drin lassen, aber es ist halt, ich weiß nicht. Muss jetzt nicht unbedingt sein, deswegen kurzer Cut, alles gut. Ne? Wenn es öfter vorkommt, ich werde auch versuchen, nicht immer drauf einzugehen. Ich weiß eigentlich auch gerade gar nicht, warum ich hier reinlaufe. Ich wollte eigentlich hier reinlaufen. Das bringt mich schon wieder aus dem Konzept, wenn sowas passiert, ich sag's euch. So, zack, Lava allein. Was machen wir denn jetzt Schönes? Granatapfel könnten wir machen. Doch, machen wir. Irgendwie habe ich es immer noch nicht so drauf. Ich finde, wie gesagt, immer noch, dass erst rausnehmen und dann nachfüllen schneller geht wie gleichzeitig. Also meines Empfindens nach auf jeden Fall. Naja, wie gesagt, wir gehen jetzt dann gleich noch Steine sammeln. Das ist ja das die Hauptaufgabe dieser Folge. Da werden wir dann dran gehen, aber wir werden noch ganz kurz zum Mani gehen. Wegen Tierfutter. Hatte ich ja alles schon erwähnt. Also von dem her, nicht, dass ihr jetzt gleich denkt, ich renne hier nur noch komplett planlos und hirntot durch die Gegend. So, zack, aufs Pferd. Das ganze andere Zeug muss ich auch noch wegräumen. Wo habe ich das denn nochmal? Ich glaube hier drüben, ne? Ich war vorhin schon irgendwo hier, genau. Zack. Die Schlackescherben sollten eigentlich auf die Ingwerinsel. Das Heu muss noch weg, aber ich weiß nicht, ob wir das heute noch hinkriegen. Alles, ich will auf jeden Fall noch Steine sammeln. Ich will das nicht noch einen Tag aufschieben. So, jetzt gucken wir bei Mani, ob sie überhaupt da ist. Perfekt. Tierbedarf. Das wird wahrscheinlich eine teure Geschichte. Obwohl, es geht noch. Es geht noch. Wir kaufen jetzt mal so 999 plus einen kleinen Stapel. Ja, billiger wie gedacht. Damit kommen wir auf jeden Fall durch bis zum Winter. Vielleicht kriege ich ja irgendwie noch nachgefüllt das Zeug. Bin ich mir nicht so sicher. So. Wie ging das nochmal? Genau so. Genau. Ja, 1100 von 2100. Immerhin. Besser wie nichts. So, dann werden wir jetzt losflitzen. Ich werde schon mal hier das Zeug umschieben. Das muss irgendwann mal noch ins Museum. Eigentlich ziemlich unnötig, was ich gerade, warum ich das hier umschiebe. Ich weiß selber nicht. Ich muss es nachher wieder umschieben. Naja. Wir gehen jetzt ab in die Wüste. Ja, das frisst teilweise schon gut Zeit auf der Farm, wenn man hier noch Zeug zu tun hat. Aber es gehört dazu. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen, dass ich mir mein eigenes Pferd in den Weg stellen kann. Nicht schlecht. Klasse. Ja. Nice. So. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch kein Espresso mehr dabei. Fällt mir gerade auf. Das ist natürlich auch sehr, sehr geil. So, Sandy werden wir noch ganz kurz beschenken. Die Gute sehe ich ja nicht so oft. Kriegt ein Fläschchen Wein, die Gute. Und Denny. Wunderschön, vielen, vielen Dank. Und Denny ab in die Mine bzw. Schädelhöhle. Dann gucken wir mal, wie viel Stein wir heute herausprügeln können. Vielleicht ein bisschen was. Ich weiß natürlich, ob Schädelhöhle die beste Idee dafür ist, aber egal. Ich muss hier mal wieder rein. Ich war hier, wie gesagt, schon ewig nicht mehr. So, du kannst gleich mal weggehen, genau, weggehen. Cool, das ist, glaube ich, auch die erste Mumie, die ich gekillt habe. Bis jetzt noch keine Mumie weggenatzt, außer die. Also glaube ich zumindest. Ich habe, glaube ich, aber auch noch nie Sprengstoff dabei gehabt hier in der Schädelhöhle. Von dem her, schwupps, da war der nächste Cut im Video. Da sind wir aber auch schon wieder. Geht gerade weiter. Amethyst. Ja, gut. Immerhin. Bisschen Ausbeute.
bin ja eigentlich nur wie ein Stein hier, aber ich nehme alles andere auch mit. Vor allem, weil ja Amethyst war, glaube ich, für... Lasst mich gucken, dass ich nicht lüge, aber ich glaube, Abigail... Geliebtes Geschenk, ja. Wahrscheinlich, weil er die gleiche Farbe hat wie ihre Haare. Also, habe ich jetzt einfach mal so aufgestellt, Behauptung. Wahrscheinlich stimmt sie sogar, wer weiß. So. Kabum. Ja, aber irgendwie... Ah, ich wollte gerade sagen, irgendwie will die Leiter nicht auftauchen und da ist sie auch schon. Schöne Sache. Da kommt schon die erste Schlange reingepfiffen. Auf die Viech habe ich ja auch überhaupt gar nicht vermisst, ne? Überhaupt nicht. Nee, nee. Nö, nö. Sind auch überhaupt nicht grundnervig und dämlich. Nee. Da gehen wir auch gerade wieder weiter. Hier sieht es gar nicht gut aus. Hier sieht schon ein Tick besser aus, aber auch nicht berauschend bis jetzt. Kommt hier extra nichts aus den Steinen raus oder bin ich verwirrt? Oh Gott. Sprengung. Der Geist, der Geist, der Geist. Der ist so lahm. Muss das sein? Komm. Stell dich deinem Schicksal. Dankeschön. Omnigon, schön. Sehr schön. Hallöchen. Und tschüss. So, was haben wir hier unten noch? Noch mehr Amethysten nehme ich mit, vielen Dank. Noch mehr Omnigioden nehme ich auch mit. Steine sowieso. Gar keine Frage. Gut. So. Ich habe keine Ahnung, ob man für diesen Monster-Slayer-Erfolg Mumien braucht. Wir sprengen jetzt einfach mal ein paar. Dann werden wir ja sehen, ob man welche dafür braucht oder nicht. So. Wahrscheinlich, wenn überhaupt, dann wahrscheinlich einige. Da reichen dann die 4-5 Stück nicht, die ich bis jetzt zerbombt habe. Ja, ich will jetzt aber auch nicht unbedingt meine ganzen Dings hier rausschmettern, meine ganzen Bomben. Nicht unbedingt zum Steinfarben. Wir könnten wahrscheinlich auch bald mal wieder in den Steinbruch gucken, wie es da ausschaut. Vielleicht kriegen wir das heute noch hin, obwohl heute wird nicht mehr klappen wahrscheinlich. Nicht, dass er nachher zu voll ist, der Steinbruch, und ich zeitlich nicht durchkomme. Ups, eieiei. Ich muss mal kurz was essen. Oh Mann, oh Mann. Oh Gott, diese Schleime immer, ich sag's euch. Was macht der eigentlich so komische Geräusche? Hängt da irgendwo ein Schleim fest und kommt nicht weiter oder was? Das klingt so komisch. So. Noch ein Bömmchen. Kabum. Nehmen wir alles mit. Nächste Ebene. Sieht bescheiden aus. Hier ist wieder das komische Geräusch. Sind das einfach nur die Schleime, die sich bewegen? Oder habe ich jetzt überall Buggy-Schleime? Das kann natürlich auch sein. 73 Steine ist halt nicht so eine geile Ausbeute, liebe Leute. Ich glaube, nächstes Mal gehen wir lieber wieder in die normale Mine. Da kriege ich irgendwie, kriege ich es besser, in Steine zu sammeln. Oh Gott, hoffentlich war das nicht mein Tod. Knappe Kiste. Naja, ihr meintet ja, ich soll die Minen mal abwechseln, dass nicht immer die, dass ich nicht immer in die gleichen Minen da rein stürme und Steinfarme. Deswegen bin ich ja jetzt mal in die Schädelhöhle gegangen. Ist ja halb so wild, aber ich hätte jetzt gedacht, ich kriege hier vielleicht ein bisschen mehr Stein raus. Dass hier halt auch fast kein Stein aus dem Stein rauskommt, ne? Ist ja schon komisch, dass wenn man auf den Stein haut, dass kein Stein rauskommt, finde ich. Schon ein bisschen merkwürdig. Müsste man eventuell mal recherchieren. Galileo Mystery oder sowas, keine Ahnung. An irgendwas muss es liegen, ne? Woran hat es gelegen, ne? So. Naja, hier geht immerhin was auf der Ebene, also. Ja, vor allem die Omnigeoden, also. Krass, 25 Stück.
Ich muss, glaube ich, mal wieder entweder zu Clint oder Geodenbrecher, obwohl Clint... Ja, Clint könnte man wieder eine komplette Folge damit füllen, dass ich nur Geoden aufbrechen lasse. Das wäre mal wieder etwas, das erste oder das... Ja doch, eigentlich das erste richtige Geodenöffnungsvideo bei Clint, das kam richtig gut bei euch an. Das Video hat irgendwie innerhalb von 2 Tagen 100 Aufrufe rausgeschallert. Also, das muss wohl interessanter Content sein für YouTube und für euch, so wie es aussieht. Also, wir können das gerne nochmal machen. Ich habe genug Geoden und Zeug rumliegen. Gar kein Problem. Jetzt gucken wir noch ganz kurz hier unten in der Ecke. Ich werde hier auf jeden Fall mal umfriemeln wieder. Weil ich nämlich jetzt die Bombe nicht mehr verschwenden möchte für die kleine Ecke hier. Sonst habe ich bald gar keine Bomben mehr. Jetzt hauen wir das Zeug hier noch schnell zu Klump und dann gehen wir nach Hause. Dann wird die Folge vielleicht ein Tick kürzer. Nächste Folge werden wir dann aufs Luau gehen und schauen, was wir da zeitig noch hinkriegen oder ob wir daraus vielleicht mal eine extrem kurze Folge machen, aber das wäre wahrscheinlich auch ziemlich doof. Ich weiß noch nicht. So. Ja gut, immerhin 190 Steine. Doch noch eine ganz gute Ausbeute. Gegen Schluss hin ging es doch noch gut was. Wir haben mal überlegt, dass ich wieder ohne Kaffee los bin. Alles eigentlich noch ganz in Ordnung. Ja, hätte ich mal so gesagt. Jetzt fahren wir nach Hause, damit die gute Pam auch ihren Feierabend kriegt, ne? Wenn die da warten muss, bis wir nach Hause kommen oder nach Hause gehen. Darwin fragt sich natürlich auch, wo wir waren. Werde ich ihm aber nie verraten. Ich lasse ihn einfach in dem Irrglauben, dass ich die Dimensionen wechsle. Nein. Ich habe mit meinem Pferd noch nicht drüber gesprochen, wo ich da hingehe. Hat ihn aber eigentlich auch nicht zu interessieren. Finde ich. So. Apropos, ich habe von euch ja noch zu hören bekommen, ich soll bloß den Stachelrochen nicht zu Dünger machen und auch nicht verkaufen oder sonst was oder ins Aquarium stecken, weil der Stachelrochen wohl Schlackescherben und Drachenzähne droppt. Das klingt interessant. Da muss ich wahrscheinlich mal irgendwo ein paar in den Teich werfen. Weil diese blöden Drachen... Habe ich Knochen gesagt, ich meine Drachenzähne. Schlackescherben und Drachenzähne. Denn die Drachenzähne brauche ich ja für den Ingwerinsel-Teleport-Totem-Dingens-Kirchen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Deshalb müssen wir da dran gehen, eventuell mal. Dass wir nicht immer mit dem Boot dahin tuckern müssen, sondern eventuell irgendwann mal uns teleportieren können und dann holen wir uns noch, wenn wir die Kohle haben, das Stäbchen bei Krobus und dann können wir uns nicht nur dahin teleportieren, sondern auch wieder mit dem Stab der Rückkehr zurück teleportieren, überall hin, wo wir wollen. Das wäre ein Träumchen, wäre das. Was kann ich euch sagen? So. Gut, dann lege ich mich jetzt ins Bett und mache mich nochmal über das Luau schlau, was ich denen morgen in die Suppe schmeiß, damit ich ein paar Freundespunkte kriege, weil beim Luau bekommt man anscheinend Freundespunkte fürs ganze Dorf, wenn man was Gutes in die Suppe wirft. Das wäre nicht so verkehrt. So, aber jetzt müssen wir natürlich erstmal ins Bett, bevor wir die Folge wieder komplett überziehen. In letzter Zeit werden die Folgen wieder viel zu lang, Mensch. So, gut's Nächtle. Jeden Fall mal. Ja, 40.000. Ich habe jetzt überhaupt nicht drauf geachtet, wie viel ich fürs Heu ausgegeben habe. Müsste ich mal grob überschlagen. Wahrscheinlich 5.000 mal 10, 50.000. Nee, das kann nicht sein, oder? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Naja, ist egal. Wir hüpfen jetzt gleich aus dem Gebäude. Und dann werde ich mich von euch verabschieden, so wie immer, liebe Leute. Dann, zack, bumm, sage ich schon mal, oder wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid die allergeilsten Menschen, die es gibt, ne?
Ich weiß, in letzter Zeit haben wir hier content-technisch ein bisschen wenig zu tun gehabt, so mit Holz und Stein und allem. Ich verspreche euch, es wird wieder besser. Ne? Ich weiß, ich krieg dann wieder zu hören, ich soll mir keinen Kopf drum machen. Es ist, wie es ist. Ne? Sage ich ja auch immer, es ist, wie es ist. Deswegen, es ist, wie es ist. Ja, was soll ich sonst dazu sagen? Ne? Wer zuschaut, wer hier mit dabei ist, dickes, dickes Dankeschön. Ihr seid, wie gesagt, alles megamäßig geile Menschen. Ich bin jetzt aber raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.